Heyo und herzlich willkommen hier zum nächsten Loot Chest Unboxing. Und zwar von der Loot Chest September. Ja, es ist mal wieder eine Loot Chest angekommen. Ja, sie ist schwer. und ich bin sehr gespannt. Also laut dem Aufkleber sollen es 1,4 Kilo sein. Bin gespannt. Ne? Natürlich. Schere ist auch wieder dabei. Wobei, ja doch. Sieht gut aus. Ja, machen wir das schöne Ding mal auf. Ich bin nämlich sehr gespannt. So. Kurz mal Mikro weg. So. Okay. Das erste natürlich, wie soll es anders sein? Das T-Shirt. Aber das T-Shirt sehe ich jetzt schon, ist Nostalgie. Wenn ich es ja doch, Nostalgie. Das kann eigentlich nicht anders sein. Beziehungsweise es ist natürlich dementsprechend. Heutzutage gibt es das auch noch in anderer Form, aber wenn ich es richtig sehe, erstmal natürlich schwarz, das ist schon mal geil. Oh ja, oh ja, richtiges Nostalgie, nämlich ein Pokémon T-Shirt mit einem Glurak drauf. Einem alten Gameboy. Ich weiß nicht, ich glaube, könnte ein Game Boy Color sein, ne? So. Im Allgemeinen. So. So. Also das T-Shirt ist schon mal Highlight. Also das muss ich sagen, das gefällt mir schon mal mega gut. Ich selbst, witzloserweise, selbst habe damals auf einem normalen Game Boy, und das ist wirklich jetzt ein kleiner Funfact, mit der roten Edition angefangen. mit einem Glumanda. so. Dann haben wir einen kleinen Schlüsselanhänger im Pac-Man Geist-Stil. Als kleiner roter Geist aus Pac-Man. Also richtig retro. Schon mal. Finde ich cool. Dann habe ich ein Milchshake-Pulver. Just Legends Performance Milchshake. Haselnuss-Geschmack. Also, sieht man natürlich jetzt ein bisschen scheiße, weil weiße Schrift auf so hellgelb. Das ist natürlich Dings. Aber irgendwie so ein Milchshake-Pulver ist das. Steht hier drauf. Ja. Wäre halt ein bisschen doof für Leute, die Haselnussallergien haben. Ne? Nur mal so. Dann ein kleines Figürchen von Batman. Und zwar gibt es dort wohl 5 verschiedene Figuren. Und ich habe, glaube ich, das Batman-Mobil. Ne, es gibt, hier hinten steht drauf, das ist Harley Quinn, der Joker als, Harley Quinn als Clown, Batman, Joker und Bane. Ich bin mal so frei. Damit wir das auch richtig sehen können. Natürlich dieser super Industriekleber, der gleich alles auseinander einfriemeln lässt. Ne, dieser super Industriekleber drauf. Naja. Verschüttet. 50-fach reingepackt natürlich wieder. Und ernsthaft?
Da haben sie es nochmal zugenietet. Es ist ein kleiner Batman mit im Batmobil. Und wenn ich richtig sehe, ist das sogar so ein... Warte mal. Tatsache. Das ist tatsächlich so ein... hier so ein Aufziehwagen. Okay, meine Hand ist dafür nicht zu flach genug. Die Räder, die kann man so aufziehen, den hinstellen und dann fährt er von alleine so vorwärts. Finde ich sehr stylisch. Muss ich sagen, ne? So ein kleines Batmobil mit Batman-Köpfchen drauf. Cool. So. Dann haben wir hier ein Kissen. Wenn ich das richtig sehe, ein Kissen. Ein Tod. Ein Tod. Ein Todkissen. Ganz vorsichtig, damit ich nicht in das Kissen reinschneide hier. Ein Todkissen. 100% Polyester. Ein Dekokissen. Von Mario Kart. Mario Kart Dekokissen. Mama. Finde ich cool. Also bisher ist okay. Ne? Dann haben wir mal... Das war so schwer. Okay. Und zwar mal wieder ein Buch. Und zwar Magische Welten Filmzauberei. Es ist ein Harry Potter Buch. Ein Harry Potter. Harry Potter. Beziehungsweise ist das nur Harry Potter? Also auf jeden Fall ist da Harry Potter bei. Aber ich glaube, das untere ist sogar noch ein anderer Film von J.K. Rowlings Dings. Ich glaube, das sind noch Zauberwelten oder so, ne? Kann gut sein. Aufmachen. Mal aufmachen. Na komm. So. Ja, genau. Das sind fantastische Tierwelten und Harry Potter. Und das sind halt, ne? Solche netten. Das ist nur die Inhaltsangabe, wohlbemerkt. Und es ist immer wieder so ein schönes Buch mit, was hinter den Kulissen und so alles ist, ne? Hier so mit Maske und die Welten. So, ne? Dann auch wieder mit so kleinen Aufklebern drin und sowas. Also überall halt so Kleinigkeiten drin. Genauso, jetzt spring ich mal ein bisschen weiter Richtung Harry Potter Bereiche. Da sind halt auch, ne, so ein paar Storylines zu den jeweiligen Charakteren. Ne? Hagrid und so weiter. Ne, auch. Also sehr viel Hintergrundstuff, was halt auch so die einzelnen Charakterdarstellungen angeht, was so die Dings, Stories angeht, was so allgemein im Hintergrund passiert, ne, also hinter den Kameras, nicht vor den Kameras und so, ne, also sehr geil gemacht und es sind, so wie ich das sehe, sogar alle Harry Potter Teile und so mit drin.
eingebunden, sage ich jetzt mal. Finde ich interessant. Werde ich mir mal in Ruhe durchlesen. So, und zu guter Letzt, nein, meine Schere ist es nicht. Zu guter Letzt, beziehungsweise eigentlich letzt, ne? Die Postkarte des Monats. Und es ist Call of Groti. Da haben sie natürlich jetzt schön, ne, Groot und Call of Duty versucht zu mischen, ne, Call of Groti. Finde ich witzig. Ich muss echt mal schauen, ob ich irgendwie eine Dingsfolie kriege dafür, dass ich die vielleicht alle so in so einer Folie an die Wand haue oder so. Mal gucken. Ja. Ich weiß, es gibt ja zum Beispiel für Sammelkarten ja diese Folien, wo man die einzeln reinhauen kann. Vielleicht gibt es die auch in größer. Müsste ich mal gucken. Und ansonsten bleibt ja nur noch das Lootbox. Und dementsprechend, wer hätte es gedacht? Das Motiv vom letzten Monat, was ich auch als T-Shirt gerade anhabe, ist natürlich im Lootbox das Mini-Poster. Ja, das war's in dem Sinne schon mit der Loot-Chest. Ja. Und dementsprechend können die mal kurz nach da unten. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir eigentlich fast alles. Sozusagen, ne? Also, ne, klar, die Postkarte Call of Groti ist witzig gemacht. Der Schlüsselanhänger, der gefällt mir sehr gut, weil es halt Retro-Style ist, so Pac-Man-mäßig. Da weiß ich noch nicht, weil müsste ich probieren, um was zu sagen dazu. Cool finde ich diesen Mini-Batmobil. Ansonsten, ja, das Buch finde ich auch eigentlich ganz okay, weil hier Harry Potter mäßig und die Tierwelten, das sind Filme, die habe ich auch selbst schon geguckt. Ja, das finde ich richtig knuffig. Ne? Und das T-Shirt. Also im Grunde meine Highlights aus dieser Loot-Chest, muss ich sagen, ist zum einen dieses Kissen. Weil, ne? Mama. Das T-Shirt. Und eigentlich und das Bettmobil, das kleine. Das finde ich am Unheilsten. Das sind so die Top 3, finde ich persönlich. Ne? Ich weiß, hier meine werten Herren, Kollegen Gamer the Crow und sein Kollege Wolfi werden das natürlich jetzt so bestimmt wieder reacten. Und da liebe Grüße natürlich an die. Und dementsprechend, wenn ihr auch so eine schöne Loot Chest haben wollt, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung ein paar Links. Der erste geht an die Loot-Chats-Seite, wo ihr diese Boxen, diese Überraschungsboxen euch kaufen könnt. Wenn ihr hier oben Lewoskisan 15 als Code eingebt, kriegt ihr sogar noch 15% Rabatt. Ansonsten, der zweite Link geht an den Store. Da könnt ihr diese ganzen einzelnen Sachen im Nachhinein auch nochmal so einzeln kaufen, ohne diese Überraschung da in dem Sinne. Da könnt ihr die in dem Sinne kaufen. Ja, einzeln kaufen, damit wisst ihr ja, was ihr kauft. Ansonsten, der dritte ist der team-nerds.com. Also die Team-Nerds. Ja, ihr werdet sehen. Also der T-Nerds Shop, sage ich jetzt mal, Team-Nerds,
Das sind im Grunde die, die diese geilen T-Shirts machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, super Quali, ne? Und selbst wohl bemerkt, diese Loot Chest ist jetzt die 12. Loot Chest aus meinem 12er Abo. Und, also was ich abgeschlossen habe, und wohl bemerkt, selbst das erste T-Shirt, was ich aus einer Loot Chest gezogen habe, sieht aus, als wenn es gerade aus einer T-Shirt, aus der Lootbox gezogen wurde, obwohl ich es zigtausendmal anhatte, zigtausendmal gewaschen habe. Also die Quali ist super, muss ich echt zugeben. Ja, das war's dementsprechend auch. Ja, alle nötigen Infos, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr was haben wollt, einfach diesen Rabattcode dort oben eingeben und dann kriegt ihr sogar noch ein bisschen Rabatt. Also, dementsprechend, tschüss, ciao, euer Levers.